Herzlich willkommen zu einem neuen Magimania Beauty Video. Und heute einmal wieder mit einem Thema, das mir sehr am Herzen liegt, nämlich Make-up-Pinsel. Explizit möchte ich heute Pinselformen zeigen, so nach Prioritäten sortiert, von den absoluten Must-Haves bis hin zu besonderen Formen. Und das Ganze dann eben im Kontext mit Vorlieben für bestimmte Techniken, weil da ist es ja auch sehr individuell. Bevor wir jedoch loslegen, steht hier ein riesiger Elefant im Raum. Den müssen wir einmal wegschieben, nämlich die Frage, ob es denn nicht einfach ein tolles, günstiges Pinselset gibt. Das ist eine der häufigsten Fragen, die mir gestellt wurden. Allerdings muss ich das immer mit Nein beantworten, weil das ist immer mit so vielen Kompromissen behaftet, dass ich einfach nicht ruhigen Herzens sagen kann, ja, kauf so etwas. Es würde keiner Empfehlung entsprechen. Das heißt nicht, dass ich davon grundsätzlich abraten möchte. Ich finde, es ist einfach nur sinnvoller und auch irgendwie ethischer, ökologischer, zu sagen, ich kaufe mir nur drei richtig geile Pinsel, die auf mich abgestimmt sind, die, wo ich für mein Geld eine tolle Qualität bekomme. Lass es ein bisschen teurer sein, als für denselben Preis so ein 12-teiliges, 15-teiliges Set, wo alles nur so wischiwaschi ist. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass man gute Borstenqualität einfach nicht für günstiges Geld bekommt. Das ist einfach grundsätzlich nicht möglich. Und gerade bei großen Massenmarken, die kommen ja schon gar nicht hinterher, die durchschnittliche Qualität einzukaufen. Daher sind viele sehr gehypte Marken auch mit der Zeit teurer geworden und ihre Qualität hat abgenommen. Ich nenne da jetzt mal keine Namen. Sodass ich euch leider nicht guten Herzens ein explizit ein Pinselset empfehlen kann. Ich würde aber auch nicht sagen, lasst die Finger davon. Das ist natürlich eine sehr schöne Auslese und darauf basierend kann man natürlich auch meinen Empfehlungen folgen und individuell noch einmal mit den Jahren, sei es, aufstocken und sich immer mal wieder einen richtig schönen Pinsel gönnen. Aber legen wir nun endlich los, auch mit meiner allerersten Empfehlung, Pinselform Nummer 1, die ich persönlich als Must-Have empfinde und es ist super, gerade für Augen-Make-ups, wenn ihr einen ähnlichen Geschmack habt wie ich, so eine richtig stark ausgeblendete, aber dennoch definierte Lidfalte, ob nun smoky oder eben so eher natürliche Taub-Brauntöne, funktioniert alles super mit so einem ovalen Blendepinsel. Die Besonderheit an diesem MAC 217er, der nicht nur stellvertretend, sondern auch explizit eine Empfehlung ist, diese ovale Form, weil man dadurch längs gearbeitet schön definieren kann und einmal quer gehalten, hat man eine richtig große Fläche, wo man dann schön blenden und soften kann. Ich dippe den Pinsel dann immer schön mit den Spitzen ins Produkt und arbeite senkrecht auf dem Lid. Ich bin grundsätzlich auch eher so ein Lidschattenstäuber, also ich baue lieber auf, verwende auch lieber gering pigmentierte Lidschatten in guter Qualität, die man dann aufbauen kann von einem Hauch und wenn man möchte, dann eben zu etwas intensiveren und setze dann auch immer erst außen im Winkel an, da die meisten Pigmente zurücklassen, dann einarbeiten, von außen nach innen, irgendwann übergehend zu so einer Scheibenwischerbewegung und das Ganze blendet sich von alleine dann also aus. Es ist ja auch ein Blendepinsel, wenn ihr lieber mögt, erstmal die Farbe aufzutragen, dann zu blenden. Ich kann das absolut nicht, kann dazu nichts sagen, aber ich denke, mit dem Pinsel funktioniert das auch super und er eignet sich auch dann auch zum Ausblenden der Kante. Wenn man möchte, kann man ihn so flach nehmen und unten arbeiten für ganz Faule wie mich. So mache ich manches Make-up komplett nur mit ihm. Aber auch so Concealer, Cream Eyeshadows, Highlighter würde auch gerne benutzt. Und ich denke, so für diese sekundären Aufgaben kann man dann auch tatsächlich vielleicht eine andere, ein bisschen schlechtere Qualität nehmen. Leider gibt es diese Form ganz, ganz selten in Japan, sonst hätte ich sicherlich auch zugeschlagen. Aber ich finde, gerade für diesen Einsatz sind diese etwas groberen Borsten durchaus okay. Die zweite Pinselform, die sozusagen das Basic Duo vervollständigt, habe ich hier nichts Explizites. Es ist nämlich ein Präzisionspinsel. Das ergänzt einfach diesen Blendepinsel so wunderbar, weil man zwar sicherlich auch unten arbeiten kann im Innenwinkel, aber das ist natürlich, da ist der Pinsel schon mal dreckig. Da arbeitet man eher so mit Highlights, aber auch gerade, wenn man vielleicht doch ein bisschen filigraner werden möchte auf dem Lid, ist so etwas ganz praktisch. Ob nun echter oder Synthetik, ist natürlich auch immer so eine ethische Frage. Ich persönlich bevorzuge grundsätzlich für Augen-Make-up immer Echthaar, weil das mit den Farbpigmenten einfach ganz anders umgeht. Und zudem auch die hochwertigen Pinsel deutlich sanfter sind, wie ich finde. Und ich finde, meine Augenpartie ist nicht völlig unsensibel. Ich persönlich bevorzuge da eher so diese flache Form. Den MAC 228er, hier noch in alter Version, benutze ich mit am liebsten, einfach weil er als echter Pinsel dann eben super dosiert und weil ich mit ihm dann auch nochmal so aufs Lid gehen kann und schon mal so ein bisschen reinstreichen kann.
gegebenenfalls, wenn ich mit mehreren Farben arbeite, auch detailliert und gleichzeitig verblendet arbeiten kann. Aber schaut da einfach mal, wofür ihr so einen Präzisionspinsel dann noch verwenden möchtet. So zum Beispiel diese synthetischen Runden sind super dann auch, um zum Beispiel einen Eyeliner zu ziehen und auszusmudgen. Oder runde Echthaarpinsel eignen sich auch hervorragend einfach für unten, um es auszuarbeiten. Ist dann immer so ein bisschen die Sache von persönlichen Vorlieben, aber ein Präzisionspinsel gehört in jedes Kit, wie ich finde. Die dritte Form, zu der ich als nächstes zulangen würde, sind die Radierer. Und das ist keine offizielle Pinselform, sondern es ist etwas, was ich mir mittlerweile als unentbehrlich erachte. Aber für den Anfang ist es vielleicht nicht ganz so essentiell. Es geht um das Versäubern der Kanten eines Augen-Make-ups. Und hier kann man sich natürlich schauen, was man bevorzugt. Bei mir hat sich recht zufällig der MAC 275er als der perfekte Pinsel dafür etabliert. Ihr kennt ihn dann sicherlich aus 1000 Tutorials von mir. Ich tunke ihn immer in den MAC Brûlée. Er ist aber schon immer so ein bisschen schon mit Puder vorbehandelt. Das heißt, da ist immer so ein bisschen was drin. Und dann radiere ich sozusagen kleine Unebenheiten aus und verblende so 1-2 mm des Make-ups noch einmal softer, sodass eine knackige, aber dennoch ausgeblendete Kante entsteht. Und dafür eignen sich auch solche Chubby-Formen durchaus. Also in meinem Fall greife ich immer noch lieber zu dem angeschrägten, aber solche runden, nicht allzu langborstigen Knubbelpinsel eignen sich auch toll, eben um kleine Korrekturen vorzunehmen. So ein großer ist nicht nur für vielleicht eher größere Augen geeignet, sondern er nimmt auch unheimlich viel Farbe weg. Das heißt, wenn ihr eher so ein Gradient haben möchtet, als so eine präzise Kante, ist vielleicht sowas ein klein bisschen besser. Die vierte Form, die ich mittlerweile sehr ins Herz geschossen habe, aber auch eher in kürzerer Zeit, sind die größeren, rundgebundenen Blendepinsel mit eher stark gestuften, aber nicht ganz so spitzem Haar. Ihr versteht schon, also sehr definiert. Das verwende ich nämlich, um farbige Lidschatten oder auch rauchige, neutrale Lidschatten einfach großflächig aufzutragen. Und zwar richtig schnell und richtig schön ausgeblendet. Ich tunke auch hier wieder wie mit dem 217er einfach in die Farbe, beginne außen und arbeite alles aus. Das geht dann nochmal schneller als bei dem 217er. Und hier ist, finde ich, absolut essentiell, dass es Echthaarpinsel sind, weil nur da funktioniert das mit der richtigen Dosierung der Farbe und diesem wirklich nahtlosen Verblenden. Natürlich funktioniert das auch mit synthetischen Pinseln. Ich finde aber das, was ihn so besonders macht, warum er aber hier an vierter Stelle ist, nicht und an siebter, ist tatsächlich auch diese Kombination aus diesen langen und schön biegsamen, natürlich biegsamen Formen. Und erst an fünfter Stelle der Klassiker, der typische Shaderpinsel, heißt der so? Also es ist dieser typische Katzenzungen-paddelförmige Pinsel mit leicht abgerundeter Form, flach gebunden. Und das ist hier auch so ein bisschen der Knackpunkt. Viele sind ein bisschen zu flach, viele haben ein bisschen zu lange Borsten, dass sie zu stark biegen und man nicht so richtig die Farbe intensivieren kann. Das Paradebeispiel ist der MAC 239er. Ich finde, hier wurde alles richtig gemacht, auch mitunter die Stärke. Also, dass es nicht zu dick und nicht zu dünn ist. Zu dicke Pinsel, finde ich, biegen sich dann nicht so schön, sind nicht ganz so angenehm und zu dünne sind so flapsig. Die haben auch hier vor allem so eine bauchige Stufung und ich finde, das ist einer der am schlechtesten kopierten Pinsel, weil alle die potenziellen Dupes, die ich davon habe, sind super kratzig, irgendwie nicht so schön kontrollierbar. Nichtsdestotrotz finde ich ihn nicht so richtig must-heavy, weil alles, was er kann, mache ich meistens eigentlich mit dem Finger. Bin da schon ziemlich bequem. Viel lieber mag ich sowas in Mischung mit synthetischen Haaren. Das ist dann eher so für präzise und dennoch kompakt arbeiten, vor allem mit Cream-Eye-Shadows wie Colourpop zum Beispiel oder leicht angefeuchtete Pigmente, dass ich dann so drüber gehe. So habe ich zum Beispiel auch den Schimmerlidschatten heute aufgetragen. Ansonsten finde ich, geht man in dieser Reihe dann tatsächlich so ein bisschen nach, hat man sehr große Augen und möchte schnell großflächig arbeiten, sind die größeren Formen besser, möchte man eher so vielleicht 5 Farben auf dem Lid vereinen, arbeitet präzise oder hat eben kleine Lider, dann hat man so einen kleinen, da gibt es auch ganz viele Formen, das ist einer von Chikuhodo. Nicht ganz so gerne mag ich es, wenn die Borsten zu kurz sind, das ist zwar eigentlich ganz cool für unten oder zum Smudgen, aber ich finde, die tun mir einfach zu sehr weh, weil sie durch die kurzen Borsten natürlich sehr standfest sind. Und ein letzter, den ich sehr gerne mag, ist der Chikuhodo Eyeshadow Brush aus der Passion-Reihe. Der ist zwar ein bisschen größer, flacher, ist aber super soft,
von den Haaren her. Und damit trage ich am liebsten so perlige oder changierende Eyeshadows auf, weil er diese leichten Pigmente eben so wie ein Hauch auf das Lid aufträgt. Die Form 6 möchte ich vielleicht unterteilen in 6.1 und 2, nämlich Crease Pinsel. Und ich finde, hier geht es auch so ein bisschen nach den persönlichen Vorlieben. 6.1 wären also Rundpinsel. Dazu würde ich auch Pencil Brushes zählen, aber ich persönlich mag keine Pencil Brushes, darum berücksichtige ich sie hier nicht. Dieser hier ist eben auch ein bisschen zu rund, um Pencil Brush genannt zu werden, wie ich finde. Aber das ist etwas super Tolles für eine sehr farbintensive, definierte und dennoch leicht ausgeblendete Lidfalte. Gerade mit dem habe ich früher so eine richtige Signature Line gemacht. Das ist ein Da Vinci Pinsel. Aber bevorzuge jetzt mittlerweile eher so ein bisschen größere Durchmesser, einfach damit die Lidfalte nochmal ein bisschen intensiver wird. Hier habe ich die dunkelste Farbe, das erkennt man glaube ich in der Kamera nicht so sehr, mit dem hier gemacht. Ist einer meiner neuesten Favoriten, auch wegen der knubbeligen, sehr schön ergonomischen Form, kann man so richtig schön einarbeiten. Aber ansonsten auch alles, was so leicht gekuppelt ist mit schönem Haar, macht eine richtig, richtig schöne Lidfalte, wenn man zum Beispiel mit einem sehr intensiven Schwarz oder einer sehr intensiven, brillanten Farbe arbeitet. Wenn man das Ganze aber ein bisschen natürlicher haben möchte, finde ich solche Blendepinsel 6.2 für die Lidfalte super, weil sie eben eher hauchiger arbeiten. Hier wird einfach nicht ganz so viel Farbe hinterlassen. Das Ganze wird alles so ein bisschen schöner, verblendeter. Ich finde, auch hier ist wieder die Essenz, die Borstenqualität. Die günstigste Reihe von Chico Hodo ist so, würde ich sagen, vielleicht mit MAC-Auf, vielleicht noch ein Stück besser. Ich glaube aber so ungefähr in der gleichen Preiskategorie. Funktioniert auch super, aber man merkt richtig, dass die hochwertigeren Haare wie bei Wayne Goss noch einmal kleine Wunder bewirken können. Also man schafft einfach so einen leichten Hauch von Schatten, also Lidschatten. Und daher mag ich auch diese Kategorie super gerne in Make-Ups. Und Form Nummer 7 wäre sonstige, sage ich mal. Das wären vor allen Dingen Präzisionspinsel, so richtig kleine, finde ich, für diejenigen, die sehr kreativ arbeiten möchten. Da muss man sich ein bisschen umschauen. Es ist nicht stark verbreitet, solche Pinselformen. Ich glaube, auch im Einzelhandel sehr schwer. Zum Beispiel von Zoeva habe ich einen, der so für Lash Tightening, habe ich mich leider noch nicht getraut, mir da am Auge rumzupieksen. In Echthaarversion gibt es den auch von Chico Hodo. Das ist ein bisschen softer. Ansonsten mag ich auch sehr gerne diese Synthetikpinsel, diese günstigen wie von MUA oder Elf. Sind einfach so kleine Rounder. Das fällt fast schon in Punkt 2 unter die Präzisionspinsel. Aber die sind doch nochmal ein bisschen spezieller, weil sie sich auch super für Gel-Eyeliner eignen oder für Lippenstift. Also so eine schöne Ergänzung. Und welchen ich auch super gerne mag, explizit den von Ebelin. Einfach weil der ein bisschen langborstiger ist als übliche angeschrägte Pinsel. Und dadurch arbeitet es sich super am unteren Lid. Dafür ist er mit so mein Favorit, wenn ich da intensiv Farbe haben möchte. Und weil das Ganze jetzt natürlich viele Infos auf einmal waren, gibt es eine Zusammenfassung. Könnt ihr einfach mal auf dem Tablet oder so euch anschauen. Und diesmal ausnahmsweise nicht auf dem Blog, sondern in der ersten, natürlich absolut kostenlose Ausgabe des Magimania Online Magazins findet ihr im Wondermax Kiosk. Es gibt auch eine Verlosung. Schaut rein und natürlich nicht nur den Beitrag hier, sondern auch ein paar andere Artikel. So ein typisch geekig Magi. Schaut also sehr gern vorbei und ich würde mich mega auch über Feedback freuen, damit wir schauen, ob es sich lohnt, auch vielleicht weitere Ausgaben in Zukunft zu erstellen. Den Link dazu findet ihr natürlich hier in der Infobox und natürlich auch mein Social-Media-Kram verlinkt wie Snapchat, Instagram, Twitter und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn ihr diesen Kanal abonniert, solltet ihr es noch nicht gemacht haben. Wir sehen uns also beim nächsten Mal hoffentlich.